Hallo zu unserem neuen Vlog. Als in den Jahren 2015 und 2016 Menschen aus Syrien und anderen Ländern Schutz in Europa suchten, gründete sich in Wölversheim ein runder Tisch. Die Ehrenamtlichen nahmen vielfältige Aufgaben wahr und unterstützten an verschiedenen Stellen. Aufgrund des schrecklichen Krieges in der Ukraine suchen viele Menschen in Deutschland Schutz. Daher möchten wir das Ehrenamt wieder stärker einbinden und den runden Tisch wieder auferleben lassen. Das erste Treffen findet am Dienstag, den 7. Juni um 20 Uhr im Vereinsraum der Wetterauhalle statt. Für Fragen steht Simone Bodem im Rathaus zur Verfügung. Die Folgen des Klimawandels sind in unseren Wäldern deutlich sichtbar. Und es ist klar, dass Bäume hervorragende Klimaschützer sind. Aus diesem Grund wurde die Aktion 10.000 Bäume für 10.000 Wölversheimer ins Leben gerufen. Mit der Firma Jäger Ausbau GmbH und Co. KG können wir nun ein weiteres Unternehmen in der Reihe der Unterstützer begrüßen. Die im Berstädter Industriegebiet ansässige Firma unterstützt die Aktion mit einer Baumspende in Höhe von 1.000 Euro. Vor wenigen Tagen habe ich mich mit Projektleiterin Laura Wickert und dem stellvertretenden Betriebsleiter Martin Schips auf dem Singberg getroffen, um eine Urkunde als Dank für die Unterstützung zu übergeben. Im Rahmen des EU-Projekttages an den Schulen besuchte der FDP-Politiker und Bundestagsabgeordnete Peter Heid die Oberstufenschülerinnen und Schüler der Einführungsphase der Singberg-Schule in Wölversheim. Und auch ich war zu dem Termin eingeladen. Nach der Begrüßung und einem Grußwort hielt Heid einen Impulsvortrag, in dem er auf Europa, die Europäische Union und den Ukraine-Krieg einging. Anschließend kam es zum Dialog zwischen ihm und den knapp 80 Schülerinnen und Schülern, die im Vorfeld Fragen ausgearbeitet hatten. Seit vielen Jahren befindet sich hier im Südler Wald eine kleine Hütte, die aber in die Jahre gekommen war. Die Jagdpächter Tim Grieshammer und Herbert Katzer und der Jäger Andreas Merger haben die Hütte erneuert. Das Jagdrecht und auch die Hütte werden von der Gemeinde immer über mehrere Jahre verpachtet. Die Gemeinde hat deshalb die Materialkosten übernommen und die Jäger haben die Arbeiten in Eigenleistung durchgeführt. Ich habe mich gemeinsam mit unserem Klimaschutzmanager Markus Michel bei den Jägern vor Ort überzeugt. Eine Besonderheit ist, dass ein alter Anbau der Kinderstube am Weißen Turm hier weiterverwendet werden konnte. Durch die offene Gestaltung des Unterstandes können auch Wanderer und Spaziergänger bei schlechtem Wetter Schutz finden. Die Hütte dient den Jägern zur Lagerung von Materialien und als Treffpunkt. Wir hatten bereits über die Vorortbefragung zum Kompass-Programm berichtet, mit dem wir gemeinsam mit der Polizei die Sicherheit in der Gemeinde erhöhen können. Es sind schon einige Fragebögen bei uns eingegangen. Ihr könnt euch weiterhin online an der Befragung beteiligen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Vergangene Woche hatte die Kita Villa Kunterbund ihren Elternnachmittag. Es war schön, die Eltern wieder in der Kita zu haben. Es gab leckere Waffeln, Kaffee, eine Fotobox und die Kinder haben etwas vorgetragen. Über das REWE-Projekt wurde in den vergangenen Jahren viel diskutiert und gestritten. Hunderte Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf stehen einem großen Bodenverbrauch und Auswirkungen auf Natur und Umwelt entgegen. Nach umfassenden Untersuchungen und Prüfungen erhielt REWE nun vom Wetteraukreis das Baurecht für das Logistikzentrum und kann damit krisenfeste Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Mehr dazu erfahrt ihr im Bericht auf unserer Webseite und im Gemeindespiegel. Das war's schon fast für diese Woche. Vergesst nicht, euch Online-Tickets für Veranstaltungen am See zu sichern. Die Links zum Online-Verkauf findet ihr auf unserer Webseite. Und eine Info habe ich noch zum Schluss für euch. Am 9.6. habe ich erstmals wieder persönlich und nicht nur telefonisch Bürgersprechstunde. Von 16 bis 18 Uhr stehe ich euch direkt für Fragen, Anregungen und auch Kritik in der Wetterauhalle zur Verfügung. Vergesst wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Tschüss, macht's gut.